Was hat eigentlich mein ganzes Studio inklusive Eisplatte gekostet? Kommt mal in mein Phone, ich zeig's euch. Jo, starten wir mit der Sony-Kamera. Das ist die ZV-E10, die kostet so 760 Euro. Die ist mal fest angebracht hier vor Ort. Und für den besseren Toneingang habe ich dieses Teil dazu gekauft, auch von Sony. Kostet so um die 400, 500 Euro, je nachdem. Ich habe alles auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls sich da einer für interessiert, für die Technik, die ich verwende. Das hier ist unbedeutend, kostet ungefähr so 10 Euro, einfach so ein kleines Ringlicht von Amazon, hatte ich das damals. Das hier sind Sennheiser-Mikrofone mit so einem kleinen Schutz hier drauf. Das sind ziemlich gute, die kosten so 180 Euro, da habe ich zwei Paar für den Stereo-Effekt. Diese Arme, wo die Mikrofone dranhängen, die kosten so 29 Euro jeweils, glaube ich. Für diesen großen Bildschirm von Samsung, da habe ich früher, glaube ich, so 400 Euro gezahlt, den müsste mittlerweile günstiger geben. Ich blende es euch unten ein. Links der Platte habe ich diese vertikale Softbox, die kostet, glaube ich, ungefähr so 15 Euro oder sonst was, oder 30. Ich blende es mal unten ein. Dieses Licht dahin, das feiere ich extrem, das kam neulich raus, das ist relativ klein, kompakt, kostet so um die 200 Euro, ist auch per App steuerbar. Genauso wie hier bei meinem großen Scheinwerfer ganz oben, das ist der Amaran 100D. Die andere kleine ist die 60D und die kann man halt per App auch steuern und die kommt dem Tageslicht sehr, sehr nah und auch professionellen Lichtern, die eigentlich viel, viel, viel teurer sind. Die machen so ein schönes, weiches Licht halt auch durch die Softbox nochmal hier auf die ganze Arbeitsfläche. Das hier kostet auch so um die 200 Euro, also die kosten ungefähr ähnlich. Die hier ist viel leiser und stärker nochmal als die andere. Aber die andere ist halt fürs Reisen ein bisschen kompakter. Das ist der Light Dome SE. Bisschen Staub drauf, oje. Der kostet auch so ungefähr 80 Euro oder so, dieses ganze Teil hier, diese Softbox. Hier hinten haben wir noch so eine kleine Leuchte, die gab es mal im Set, kostet so 50 Euro, zwei zusammen mit verschiedenen Farben. Hier links, das ist mein Lieblings-Sahnespender, sehr robust von der Firma Easy. Die habe ich geschenkt bekommen, damals 5 Stück für den Verkauf und die machen einen großartigen Job. Die füllt man einfach auf mit flüssiger Sahne, steckt oben so, so eine Patrone rein und dann wird das ganz schnell frische Sahne. Mega geil für Gastro. Gibt es auch einen kleinen für zu Hause. Packe ich euch auch unten rein, den Link. Bevor wir final zur Maschine kommen, schauen wir nochmal hier rüber. Der Play-Button, der kostet überhaupt nichts. Den, wenn man 100.000 erreicht hat, bestellt man den einfach, bekommt man den kostenlos von YouTube zugeschickt. Sehr, sehr geil. Dieses Teil kostet so um die 40 Euro. Das ist einfach so ein Regal. Nee, Quatsch, das ist ein kleiner Garten eigentlich. Ursprünglich mit so einem Licht, da kann die wachsen. Also das wird hier belichtet wie so ein Home Garden. Und dieses Teil hier, keine Ahnung, was war das, 15, 20, ich blende es ein, was das gekostet hat. Dann dieses LED-Band, das ist auch ziemlich cool, ist sehr vielfältig verwendbar. Ich blende euch auch ein, ich weiß nicht mehr, was das genau gekostet hat. Dann hier, das habe ich aus China bestellt, das hat so um die 120 Euro oder so gekostet. Die machen sehr coole Leuchtschriften aller Arten. Und mit Zoll war das, glaube ich, sogar. Ne? Das wird ja hergeflogen. Ich habe in Deutschland keinen gefunden, der das mir damals mit einem geringen Budget herstellen konnte. Die kosten hier alle, glaube ich, 400, 500 Euro. Das fand ich ziemlich cool. Bleibt noch dieses blaue Licht hier. Das habe ich hier auf der anderen Seite auch. Das wird mit so einer Fernbedienung in allen Farben gesteuert. Kann man auch Outdoor verwenden. Kostet so um die 15 Euro, glaube ich, jeweils. Hier ganz über meinem Kopf, da ist so eine kleine Disco-Kugel, die ich hier hingehängt habe. Die kann man auch so fernsteuern hier. Kann man auch drehen lassen und kann man hier mit verschiedenen Farben auch bedienen. Und hier, das ist auch von demselben Anbieter wie diese ganzen großen Lichter, die kann man auch per App steuern, in allen Farben. Diese Lampe steckt man ganz normal wie so eine normale Glühbirne rein, ist auch ziemlich cool, die macht so ein eher blaues Licht, hier sieht man es. Ah ja, diese kleine Lampe daneben, die macht so ein Lichtkegellicht darüber. Die kostet auch relativ wenig. Keine Ahnung, ich glaube so 12, 15 Euro, sowas. Und wenn die Videos im Kasten sind, dann übertrage ich die mit so einem USB-Teil direkt hier auf den Laptop. Da kann ich sie dann schneiden. Und dieses Teil, das ist das MacBook Air mit dem M1-Chip, ganz wichtig, das finde ich grandios, weil das ist unglaublich stark, auch für 4K-Filme. Also da kann ich wirklich auch flüssig hochauflösendes Material schneiden. Und zwar halt nicht hier im großen Filmschnitt-PC, sondern wirklich to go. Im Zug oder sonst wo, ja. Das ist ziemlich cool. Kostenpunkt so um die 1000 Euro, klingt teuer, aber angesichts dieser Stärke. Ich meine, dieses Riesenteil, da habe ich, glaube ich, insgesamt 2000 Euro reingesteckt, um es aufzurüsten. Das ist nicht so stark wie dieser kleine hier letztendlich, ne? Was ich generell empfehle, macht euch ein fixes Setup, wo ihr nur die Lichtschalter anmachen müsst und alles ist ready. Kommen wir zum Herzstück des Ganzen. Was hat eigentlich die Maschine gekostet? Hier sehe ich noch die Spachtel. Da habe ich so 10 Euro gezahlt pro Spachtel. Das ist aus dem Rosenholz, verlinke ich euch auch. Sind sehr, sehr cool. Die Tischplatte, die kann man sich auch bestellen, allen Formen, Farben, Größen. Die hat so 140, glaube ich, gekostet. Die Maschine hier kommt aus China. Ihr seht nur diesen oberen Teil. Ich blende die euch mal ein, wie die aussieht. Kommt per Luftpost. Relativ schnell, in 15 Tagen war sie da.
Tolles Teil, allerdings Kostenpunkt so 1300 Euro, aber da ist Versand schon mit inbegriffen. Was bei meiner Konstruktion noch dazu kommt, ist natürlich neben der Maschine noch dieser Drehteller von Trekules, der damals so 699 oder so gekostet. Allerdings war das ein Prototyp. Jetzt müssen wir mal gucken auf der Webseite, was das Ding kostet. Ich kann nochmal nachfragen. Allerdings, genau, gibt es da noch diesen ganzen Schaltkasten hier dazu, wo man das Ding schalten kann in Geschwindigkeiten alles. Und dieses Gaspedal, wo man einfach die Steuerung betätigen kann, wie schnell das dann am Ende laufen soll. Ja, das war's soweit. Das sind meine Kosten für mein Studio. Falls ihr noch irgendwelche offenen Fragen habt, alle Links sind unten. Fragt mich, ich beantworte es sehr, sehr gerne.